Auf Polizei und Justiz wartet erhebliche Mehrarbeit. Mancher Beamte vor Ort wird sich überfordert fühlen, bis eines Tages Gerichtsurteile seinen Ermessensspielraum eingrenzen. Ob es überhaupt gelingen kann, Kinder und Jugendliche per Gesetz vor Horrorfilmen zu schützen, erscheint zweifelhaft. Die bedrängten Videothekare haben schon angekündigt, dass sie ein Verleihverbot notfalls mit fingierten Ratenkäufen umgehen wollen. Wo staatliche Fürsorge endet, weiß Sabine Krug, Verkäuferin in einer Videothek, aus Erfahrung. Es ist ja nicht so, die Eltern sind meistens nicht völlig unschuldig. Den meisten Eltern ist es völlig egal, was ihre Kinder überhaupt sich ansehen. Da war vor ein paar Tagen eine Mutter hier, die kam mit ihrem kleinen Sohn und wollte in den Raum der initiierten Filme. Als ich sie darauf aufmerksam machte, dass das nicht möglich sei, meinte sie sehr böse, sie müsste ja schließlich entscheiden, was sich ihr Kind angucken könnte. Vor ein paar Tagen kam auch ein Vater mit einer Vollmacht hier in den Laden und meinte, sein Sohn dürfte sich jeden Film, Gewaltfilme und Pornos, hier ausleihen. Als ich sagte, das wäre auch nicht möglich, meinte er, sein Sohn würde zu Hause so einen großen Ärger machen, wenn er sich die Filme nicht ansehen dürfte. Es gibt auch sehr viele Eltern, die bringen hier die Filme aus dem Jugendschutzbereich nach vorne und zeigen ihren Kindern, ob sie den Film mitnehmen dürfen. Und wenn man auch sagt zu ihnen, das ist nicht möglich, meinen viele Eltern, das müssten sie entscheiden, die Kinder würden die Filme sowieso zu Hause gucken. Das Schlimmste hat vor einiger Zeit meine Kollegin erlebt. Da kam ein 8-jähriges Mädchen in den Laden und wollte einen Zombie-Film ausleihen. Das ist ein Film mit lebenden Leichen. Und als meine Kollegin ihr den Film verweigert hat, kam die Mutter in den Laden und meinte, das Kind könnte ruhig sich den Film ansehen. Daraufhin hat meine Kollegin das Jugendamt informiert. Das Jugendamt ist dann zu der Familie hingegangen und das 8-jährige Mädchen hatte noch eine kleine 3-jährige Schwester, die sehr schwer verhaltensgestört war. Und die konnte nur die 3 Worte sagen, Mama, Papa, Zombie. Im Klartext heißt das, Jugendschutz endet an der Haustür. Gegen elterliche Unvernunft helfen keine Gesetze. Aufklärung tut Not. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Wirkung von brutalen Gewaltdarstellungen, insbesondere Langzeitstudien, gibt es nicht. An den Universitäten wurde das Thema aber nicht verschlafen. Vielmehr sind Pädagogen, Kommunikationsforschern und Psychologen die Hände gebunden. Warum, erklärt der Bochumer Pädagogikprofessor Joachim Knoll. Aus moralischen Gründen verbietet es sich, Kinder und Jugendliche wie Versuchstiere zu isolieren und sie gezielt der Wirkung von Horrorfilmen auszusetzen. Der Schaden im Einzelfall wäre sicher größer als der wissenschaftliche Nutzen im Allgemeinen. Der Mangel an wissenschaftlicher Beweisführung darf allerdings kein Freibrief für eine ungehemmte Libertinage sein. Früher neigten etliche Wissenschaftler zur sogenannten Katharsis-Theorie. Man glaubte also, wer brutale Filmszenen sehe, der könne die eigene Aggressivität besser abbauen. Das scheint den meisten von uns heute nicht mehr richtig zu sein. Vielmehr ist es wohl so, dass jedes direkte oder indirekte Miterleben von Gewalt eher zur Nachahmung herausfordert. Das ist das, was man verkürzt oder überspitzt die Lerntheorie nennen könnte. Horrorfilme führen Brutalität vor, die menschlicher Würde zuwiderläuft. Mitleid und Erbarmen, Hilfsbereitschaft und Zuneigung, alles wichtige Faktoren im menschlichen Zusammenleben, kommen in diesen Filmen überhaupt nicht vor. Gewalt wird als Lustprinzip verherrlicht, Gewaltlosigkeit als Feigheit denunziert. Kindern und Jugendlichen werden in der neuen Medienwelt Antworten gegeben auf Fragen, die sie gar nicht gestellt haben. Wenn ihnen die Eigenerfahrung verwehrt wird, wenn sie nicht die Chance erhalten zum Vortasten in die reale Umwelt, wenn ihre Fantasie nicht angeregt, sondern im Gegenteil blockiert wird, dann sind Kinder in ihrer seelischen und intellektuellen Entwicklung behindert.
die Fähigkeit zur gewaltfreien Lösung von Konflikten verkümmert. Und schließlich Gewöhnung fordert die Steigerung von Brutalität heraus. Natürlich läuft der Mechanismus nicht so simpel ab, dass jeder, der eine Enthauptungsszene sieht, nun auch selbst sogleich zum Schwert greift. Es hängt immer davon ab, wie jemand durch Familie, durch Milieu oder möglicherweise durch Erbanlagen disponiert ist. Ein solcher Film wirkt also stets als ein letzter Impuls. Aber ich warne eindringlich vor voreiligen Schlussfolgerungen. Jede monokausale Schuldzuweisung ist in diesem Zusammenhang unzulässig. Konkret, für aggressives, brutales und unbarmherziges Verhalten wird man stets ein Bündel von Faktoren haftbar machen müssen. Nicht ein Medium allein, nicht eine Person allein, auch nicht ein einzelnes Ereignis. Wie pflegte doch Fontane zu sagen, das ist ein weites Feld. Im Klartext heißt das, mit der Wirkungsforschung ist es nicht weit her. Fest steht nur, Brutalität auf dem Bildschirm erlebt jedes Kind anders. Dem einen schadet es mehr, dem anderen weniger.